Heute möchte ich euch einen wahren Geniestreich vorstellen, den sowieso jeder schon fast kennt, aber egal. So etwas hat die Welt noch nie gesehen. Durchdachter ist der Flughafen Berlin-Brandenburg, durchschlagender ist das deutsche Militär, größer ist der Giftzwerg Silvio Berlusconi und heißer ist die Sonne. Albert Einstein und Newton würden vor solch einem Wahnsinnsprojekt niederknien. Spätestens jetzt müsste jedem klar sein, es geht um das Masterprojekt schlechthin, die Krönung unserer Evolutionsstufe, die WM 2022 im Emirat Katar. Diese WM wird in vielerlei Hinsicht einzigartig sein. Katar ist ein fortschrittliches, modernes, sozial gerechtes und von Grund auf demokratisches Land. Mit den modernsten Transportmitteln werden sie durch die moderne Infrastruktur direkt in die Stadien gebracht. Okay, Spaß beiseite. Katar ist und bleibt also ein suboptimaler Ort zum Austragen einer WM. Ich kann einfach nicht verstehen, warum die FIFA in letzter Zeit denkt, sie müsste ihre Weltmeisterschaften an die übelsten Fußball-Legastheniker verteilen. Russland und Katar, eine echt grandiose Wahl. Spitze. Die Spieler werden in Katar bei 30 Grad im Schatten ihre Freude haben und wir bei minus 5 Grad mit einem Glühwein in der Hand beim Public Viewing. Echt grandios. Letztlich tauchten jedoch noch andere Vorwürfe wie aus dem Nichts auf. Einige FIFA-Abgeordnete berichteten davon, dass die WM durch Stimmen erkauft worden wäre. Aber das geht wirklich zu weit, oder? Ich meine, Katar hat bis jetzt lediglich zwei circa 10 Jahre alte Stadien, circa zwei Fußballclubs und einen Trainer im gesamten Land. Aber hey, trotzdem ist Katar spitze für eine WM gerüstet, vor allem weil Alkohol und Schwein verboten ist und Frauen nur verschleiert durch die Stadien geprügelt werden dürfen. Das ist es doch, was jeder Zuschauer in so einer WM sehen will. Das ist es, was man sich wünscht. Abgesehen von der sozialen Inkompetenz in diesem Land unterstützen wir übrigens ganz nebenbei einen Staat, der massiv am internationalen Terrorismus beteiligt ist und Waffen an die Regierung von Syrien, Ägypten und Libyen geliefert hat und heute noch liefert. Frag dich jetzt nur, woher die so viele Waffen haben. Na, kommt ihr drauf? Scharf nachdenken. Richtig. Deutschland, größter Waffenexporteur. Übrigens hat Boeing vor nicht allzu langer Zeit Hubschrauber geliefert. Beziehungsweise war das eine Tochterfirma von Boeing. Aber das kommt ja aufs Gleiche hinaus. Panzer haben die dort übrigens auch bekommen. Aber ich vergaß, die sind ja lediglich zur Verteidigung gegen den direkten Feind USA. Die sind ja direkt an der Grenze zu denen. Oder werden die Panzer und Hubschrauber zum Schutz von wichtigen Personen einsetzen? Es ist und bleibt ein Mysterium. Obwohl, ich habe also eine Vorstellung. Die stellen die Panzer einfach vor die Stadien, damit die aggressiven und wilden Kamele dort nicht reinrennen. In diesem Sinne, viel Spaß bei der WM 2022 in Katar.